Irgendwie ist die Folge gerade abgekackt. Mal ganz kurz schauen, was da passiert ist. Hat er die jetzt aufgenommen oder hat er die nicht aufgenommen? Er hat sie jetzt erst aufgenommen. Ja. Ja, und da hat er aber irgendwie die Folge nicht aufgenommen. Ich habe ein bisschen rumhantiert im Inventar. Hab meine Leute ein bisschen aufgepumpt. Und habe hier gerade den ersten Questgeber gefunden. Das ist hier gerade ein Kampf. Also nicht so viel verpasst. Oh, 14 bis 18 Schaden macht er jetzt schon. Wir werden ein Ziel markieren und so den Kerl da. Reinigender Schuss. Doppelschuss. Schockwellenschlag. Das ist ganz gut, um die Schilde gut wegzubekommen. Adrenalin, 25% Erfolgschance auf kritische Treffer. Deadeye ist unser Superkämpfer. Sind die erstmal dran? Scheiße, machen ganz schön viel Schaden an den Schilden. Boah, hat er den weggeballert. Frage ist, kriegen wir jetzt einen von denen noch schon weg? Aufladen. Oh, der hat auch so ein Schild aufgeladen. Na super. Brassverstärkung finde ich ehrlich gesagt nicht mehr so geil. Boah, das hat richtig gesessen. Alter Schwede. Die macht mal richtig Schaden. That I... Fuck, ey. Er kann aber noch mal. Breiten Angriff. Hat Angst. Jawohl. Das ist sie auch Level 3. Da fällt mir eine Sache noch ein, ich habe doch irgendwo eine Granate, hier Pulsgranate, wo kann ich das denn reinmachen? Waffenmod. Hier kann ich das reinmachen und Werkzeug. Das heißt, er kann jetzt noch Granaten werfen. Halt wirklich der Spezialist. Neun Waffen und neun Waffenschaden, nämlich an 6 Abweichen. Salom! Geh weg, ich möchte nichts mit dir oder deinen schrecklichen Dokumenten zu tun haben. Hau ab oder hilf mir beim Sterben. Ein Roboter
Polizist sucht nach dir. Er behauptet, du hättest mehrere Verbrechen begangen. Warum willst du sterben? Weil ich es nicht mehr ertragen kann. Zu lange habe ich den Instruktionen des S&M-Büros Folge geleistet und ständig ist mein Leben immer weniger erträglich geworden. Ich war frustriert und hörte auf, ihre Formulare auszufüllen. Doch dann schickte das Büro diesen Parsondroiden zu meiner Verfolgung. Kam hierher, um mich vor ihm zu verstecken, doch er wird mich sowieso finden. Ich habe keine Kraft mehr wegzulaufen. Ich möchte nur noch sterben. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich möchte dir kein Leid zufügen. Ich weiß nicht, wenn ich wenigstens einen Teil dieses horrenden Systems zerstören könnte. Der Hydra, den Kopf abschlagen. Ja, abschlagen. Wenn du einen Vertreter des S&M-Büros triffst, bring mir seinen Kopf. Ich möchte, dass sie ebenfalls leiden. Versorge dich nicht mit ihrer Gefühlslage. Diese S&M-Droiden sind billig und stumpfsinnig. Sie haben aber keinerlei Empfindungsfähigkeit. Bring den Kopf des Droiden. Wir müssen also den Droiden. Der war hier hinten. Mal gespannt, wie gut er ist. Waffe leisen gezählt, Droide. Keine feindliche Absichten vorbereiten auf Auseinandersetzung lokalisiert. Boah, hat der Lebenspunkte. Alte Schildpunkte. Okay, das wird schwierig. Schnappschuss, eigentlich zieht die 5 in der Zielrunde. Eine Runde. Schwäche aufdecken. Ich denke, wir vergessen. Adrenalinschub. Nerviges Gelaber. Er hat die meisten Schildpunkte. Machen wir mal. Okay, 14 Schildpunkte weg. Er hat unglaublich viele Schildpunkte, die Saudi. Kann nochmal. Schilder irgendwie runterkriegen. Alten Angriff. Betäuben, Dreck. Das ist so wild, weil er hatte sowieso noch unglaublich viele Lebenspunkte. Kann nochmal, wenn wir die Runde beenden und sie wird ihn platt machen. Jawohl. Passend T-Druidenkopf. Den Kopf der passenden T in deinem Besitz kannst du zur Salom zurückkommen und ihr mitteilen, dass sie irgendwo erst vorbei ist. Cool. Kann übrigens nochmal aufleveln. Das ist ganz cool und ich werde die Regeneration geben. Dass sie sich selber heilt, das manchmal auch ganz nett ist. Ich komme wieder zurück zu ihr. Welche Neuigkeiten hast du? Kopf oder bist du bereit, mich zu töten? Ich habe den Kopf des Parson hier bei mir. Ein Traum wird wahr. Ich weiß,
Was? Packerei. Ein Traum wird wahr. Ich weiß, das ändert nicht viel. Und wahrscheinlich wird man einen neuen Parser nur schicken, um mich festzunehmen. Doch deine Solidarität rührt mich. Du gabst mir die Kraft wieder, die ich seit langer Zeit verloren geglaubt hatte. Ich bin dir dankbar. Jetzt habe ich wenigstens ein wenig mehr Zeit, meine nächsten Schritte zu planen. Ich habe beim Umherstreifen diese Matt gefunden hier. Ich möchte, dass du ihn bekommst. Danke, mach's gut. Hab ich denn jetzt auch Kohle bekommen? Nee, habe ich nicht. Strahlenschuss, tödlicher verweichelnder Seitenhauer. Das ist ja nett. Kann ich ihr eigentlich mal geben? Oder ich gebe halt Shepard. Der hat zwar den Doppelschuss. Ach, hat er hier auch drauf. Mal nix. Ich will mal zurück. Das kaufe ich jetzt auch mal. Das ist ganz cool, aber Nachladen und Waffenverbesserung. Ach, gar Unterschied, weil es beides genau dasselbe ist. Aber es ist Level 3, das ist Level 4. Weg mit dem Scheiß. Das haben wir nicht. Das kann ganz cool sein. Kaufen wir. Schadensresistent behalten wir. Ja. ...31% maximal Schild, das ist auch ganz nett. Kaufen wir nochmal die 100 Dinger hier. Den Scan mache ich auch so gut wie gar nicht. Ja gut, da muss ich jetzt halt noch die Daten finden. Antikes Auge, überwache piep piep, schmutzige Plünderer bekannt. Und. Ach du dicke Scheiße. Sind das viele? Ruhig stellen.
nicht, weil es ist kein... Scheiße. Fuck! Schnappschuss. Ist eigentlich verschwendet. Kritisch. Oh, die ist auch fast tot. Oh Gott, das wird schwierig gegen die. Oh, minus 13. Alter Schwede. Splittergranate, das ist gut. Sehr gut. Scheiße, es ging nicht Schaden. Boah, 13 Schadenpunkte. Alter Schwede, jetzt ist aber richtig übel. Adrenalinschub. Da gibt auch keine Karten mehr, es sei denn, ich wusste jetzt. Oh. Scheiße. Na, super. Schild absorbiert. Fuck. Heftiges Gelaber können wir eigentlich machen, weil... Das reicht nicht. Einzig hat immer hoch die Typen. Fuck! Verfehlt. Strahlenschuss. Mal die beiden Sachen einfach. Puh. Es gab richtig Erfahrungspunkte und auch richtig Scheiß. Sturmdistanzwaffe.
Schaden von 50% bei Trefferverwirrung, 1 zu 1, 37% Feuer, 16% Schaden auf Zeit für 2 Runden. Oh, das ist nice. Das ist eine richtig geile Waffe. Konstruktions 18% Wiederverwertung. Das ist kacke. Waffenmacher. Erhaben. Ziehe eine zusätzliche Karte, falls keine Waffenkarte auf der Hand ist. Ist ja nett. Zurück. Ach, das ist was Neues, wird auch angezeigt. Das Ding ist halt mega geil. Das finde ich gar nicht so schlecht, die Schrotflinte sollten wir schon behalten. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber seine Waffe. Präzisionsdistanz, aber ich möchte die ungern. Kann ich nicht zwei von den Waffen tragen? Okay. Energieklinge. Oh, das Ding ist schon ziemlich gut. Aber das macht halt auch. Ah, oh. Oh, es ist bitter. Kommt halt da rein. Waffenwerkzeug, Waffenmacher. Ein kritischer Schadensbonus. Oh, ist das bitter, ey. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Mal den Rotz, den wir hier haben. Viel ist ja nicht bei rumgekommen. Die Leute mal aufpumpen. Gut, dann würde ich sagen, ich werde mal speichern. Und dann, liebe Leute, mache ich mal an der Stelle einen Cut und wir sehen uns dann zur nächsten Aufnahmesession. Da ist echt noch eine Menge rauszuholen. Cut ist nicht so groß, aber das kriegen wir noch hin. Die Camper sind ganz cool. Taktisch, jetzt werden sie natürlich ein bisschen schwieriger hinten raus. Aber ich muss echt mal ein bisschen Kohle langsam verdienen, ansonsten wird es schwierig. Gut, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Tschüss.